bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Und damit Servus miteinander und herzlich willkommen zu, nicht zurück, aber diesmal bei Metro 2033, einem neuen Game. Neu ist es nicht. Es ist ein neues Projekt und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Spiel zu machen. Also das heißt, wer dann später irgendwann vielleicht mal meine Folge 19 von Lost Planet sieht, ich habe gelogen. Ja, ich hatte gesagt, ich mache Shadow Warrior als erstes, aber meine Frau hat auch gesagt, mach doch Metro. Metro ist doch einfach, das ist so düster und da kannst du mal so ein bisschen, hast du ein bisschen mehr Zeit zu erzählen. Es ist ein bisschen ruhiger, das gibt dir mehr Möglichkeiten, tatsächlich mal zu Wort zu kommen. Und ja, deswegen mache ich das jetzt auch. Und meine Story zu Metro, ich habe oben irgendwie so einen blöden Balken hier, ich weiß aber nicht warum. Verstehe ich nicht. Okay, wie komme ich zu Metro 2033? Ich mochte Stalker damals sehr gerne. Wer sich da heute noch dran erinnert, ist eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Mir gefällt das Setting hier. Es ist, war so ein bisschen für mich die Shooter-Variante von Fallout, könnte man sagen. Und ich hatte viel Gutes über das Spiel gehört und irgendwann gab es mal, ich glaube, das sage ich in fast jedem Let's Play am Anfang, es gab es mal für 5 Euro oder sowas auf Steam, relativ kurz nach Release. Ich habe das damals doch schon gespielt, weil, ich habe es damals schon auch durchgespielt, fand damals die Grafik Wahnsinn, ich bin jetzt bloß gerade am Überlegen, das ist schon echt ein paar Jahre her. Das gab es, glaube ich, schon ein Jahr nach Release für 3 Euro beim Steam Halloween Sale, irgendwie sowas. Und die dichte Atmosphäre von dem Spiel hat mich absolut beeindruckt. Die Grafik damals auch. Die ist zwar jetzt auch heute nicht so super mega schön, aber sie ist ansehnlich. Ich sag mal echt ansehnlich. Ich habe damals das Spiel gerade so noch auf vollen Einstellungen spielen können. Ich kann es jetzt immer noch auf vollen Einstellungen spielen, aber nicht während ich aufnehme. Also ich muss mich jetzt schon entschuldigen, das Spiel ist nicht auf vollsten Einstellungen. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Es schaut trotzdem fantastisch aus, muss ich sagen, ganz ehrlich. Hier Video, ich habe es auf hoch, nicht auf ultra hoch. Weil es, wie gesagt, es bringt mir nichts, das Video damit Dingens hier aufzunehmen mit 30 Bildern pro Sekunde, wenn ich selber keine 30 Bilder pro Sekunde mehr rendere. Na, könnt ihr ja vielleicht nachvollziehen. Was gibt es noch über das Spiel zu sagen? Ja, es geht um, wie man das im Intro schon gesehen hat, die Welt im, oder Moskau im Jahr 2033. Der Atomkrieg hat die Oberfläche relativ unbewohnbar gemacht und in einen nuklearen Winter gestürzt. Und die Leute haben sich in die U-Bahn-Tunnels geflüchtet. Ich bin nicht überrascht. Von was? Na egal. Die Leute haben sich in die U-Bahn-Tunnels geflüchtet und wir spielen jetzt den jungen Artyom, der, ich glaube, Soldat werden will, Soldat ist,
Das Setting ist interessant. Ich möchte jetzt auch schon anfügen, es ist nicht so leichtherzig, sagen wir mal, wie zum Beispiel Lost Planet oder sowas. Es ist sehr düster, sehr dunkel. Es wird sehr viel einfach wenig zu sehen sein. Und insgesamt ist es auch eigentlich teilweise recht gruselig. Es kommt halt immer drauf an, wie man gruselig definiert. Für manche Leute ist es ja easy. Für manche nicht so. Wenn ihr schreckhaft seid, vielleicht nicht ganz so, aber okay. Damit lange Rede, kurzer Unsinn, starten wir doch einfach mal. Wie immer mache ich mal auf normal. Ranger wurde mir gesagt, der ist ziemlich krass. Ranger Mode ist, boah, da hat man dann glaube ich gar keinen HUD mehr oder fast keinen HUD und man hat auch fast keine Munition. Also da muss man wirklich aufpassen, was Sache ist. Ich hoffe, ich komme jetzt mit der Steuerung auch ein bisschen klar. Ich habe vorher mal eine Minute reingespielt, aber das war's auch schon wieder. Und damit los geht es. Sprach er und musste auf Fortsetzen drücken, was er nicht tat. Hey, mach mal. Vorgeschichte. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lang... Na toll, immer wenn ich mich entmute, bricht das ab, aber ihr habt es ja lesen können. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Und zugegeben, ich hasse ja deutsche Synchro, aber... Der Verständlichkeit halber. Es ist ja nicht jeder des Englischen mächtig, von daher. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Und da ist ja auch nichts Schlechtes dran. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Und wie gesagt, das Spiel ist von, boah, ich glaube 2010? Aber es ist toll gealtert, also es schaut immer noch gut aus. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem Manual. Ja. Ich muss es gedrückt halten. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Was man übrigens gerade gesehen hat. Bereit, Artyom. Mir nach. Nee, warte mal. Ich brauche noch mehr Muni. Ich bin auch immer so Muni-geil. Was man auch gerade... Oh, ich finde die Partikeleffekte sind einfach schön. Schaut euch das mal an. Ah, oh, sieht toll aus. Ich weiß nicht, ob man es bei euch so gut sieht. Vielleicht muss ich das Kamera ein bisschen hochstellen. Ich schaue mir nachher mal so eine Folge an. Auf nach oben. Einmal durchladen. Was man vorher gesehen hat, da waren so komische Gasmaskenfilter. Die wird man noch brauchen. Mhm. Anscheinend keiner zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trocken. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Zum Thema keiner zu Hause. Kommt was? Da kommen sie. Ah, da kommt der Nächste. Noch einer, das ist noch einer. Hat er ihn? Oh ja, er hat ihn. Durchsuchen wir es mal mit sie. Okay. Bereit? Raus da! Oh. Wir machen den Weg frei. Raus hier. Artyom und der andere Dude. Okay. Mit dir kann ich mir anzeigen lassen, wie lange mein Filter noch läuft. Ziel. Mein Luftfilter. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende.
Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Und das Echo ist nicht nur bei euch, das ist tatsächlich so im Spiel. Ich habe auch keine Ahnung warum, aber hey. Wahrscheinlich Lost in Translation. Ja? Oh, da hinten sind welche. Ah, und da sind sie. Das Ding schaut ja geil aus. Wurf mit dem Geschützturm drauf. Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Ich glaube, der Kreis hilft euch nicht. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Bleiben ist gut. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Wow! Stellung wow. Halten! Leicht gesagt, das getan, mein Freund. Kein Wunder, dass ich vorher so viel Munition bekommen habe. Wupp, wo ist der Lisse? Okay, mir geht gleich die Munition aus. Das schaut nicht gut aus. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, also ich wusste nicht mehr, dass das Spiel so einen völlig ins Spiel reinwirft. Acht Tage vorher. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Wow, ich dachte, ich habe es irgendwas kaputt gemacht. Einfach alles weiß. Wer würde denn so schöne Szenen überspringen wollen? Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Okay. Wenigstens kann man hier Energie sparen. Okay, hier sind wir in... Nicht wirklich, oder? Die haben hier bei dem im Zimmer ein Plakat von dem Spiel selber aufgehängt. Hat jemand vom die vierte Wand durchbrechen geredet? Ich denke nicht. Aber okay, ja, damit sind wir hier in der Metro. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheit. Ich habe schon alle unterhalten sich, das ist eigentlich allercoolste Feature an dem Game. Ja, Nikolai.
Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Wir werden sehen, was Hunter sagt. Ich muss in dem Spiel wohl meinen Mute-Button woanders hinlegen. Sergei, habt ihr meinen Sergei gesehen? Hey. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ich verstehe, aber bleiben Sie ruhig. Mami, wir müssen die Ordnung. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Keine Besucher. Petro. Dabei. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung. Hey, du. Du bist es. Noch. Ist die Schwarze. Komm herein, alle. Ich verstehe. Hallo, Artyom. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung auf. Ich find's cool, dass man vielfach selber angesprochen wird mit seinem eigenen Namen. Den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen an das Gehirn kaputt. Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Ich bin verzweifelte Stimmung hier. Ich komme nicht dran. Sehr bedrückend, das Ganze. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Mut, es ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Nicht mal falsch, die Logik, würde ich sagen. Wow, ist ja dick gepanzert hier. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, Was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Krieg ich? Das sind keine normalen Mutanten. Dankeschön. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen Eindringlinge töten. Im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. If it bleeds, we can kill it. Das hat uns noch gefehlt. Waffe, bitte? Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter. Wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, los. Hol dir schnell deine Waffe. Wo? Da ist keine. Da. Pistole, Revolver. Na gut. Besser als nichts. Verdammt. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Die anderen haben sich verzogen. Ja, zweite Verteidigungslinie sollte schon sein. Okay. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Da! Ja, ich bin Nachladefreak. Der hat den aber cool abgewehrt. Wo? Da oben. Boah, der Revolver hat Bums, ey. Musst du nur damit treffen. Schieß mir in den Hintern. Es ist hoffnungslos. Wir können uns nicht aufhalten. Weiter schießen. Artyom, bist du okay? Jo, mir geht's bestens. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Das ist richtig. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe.
Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlass mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Okay, hier sieht man auch immer das Schienennetz, das Metronetz Moskaus. Sieht ein bisschen, irgendwie erinnert es mich an das Logo von Disturbed. Ich weiß, es ist bescheuert, aber ist so. Und man sieht auch oben, wir sind bei Exhibition. Hier oben links, oben rechts, wo der rote Stern ist. Da sind wir gerade. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Der ist ja gut drauf. Was ich cool fand, war jetzt der Effekt, dass es ein bisschen unscharf war. Einfach weil Artyom noch ein bisschen so schlaftappig war. Okay, damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich, mit diesem Spiel weiterzumachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Servus.